Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Und ihr glaubt es nicht, was heute ansteht. Übrigens, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ne? Habe ich natürlich ganz vergessen hier. Ihr glaubt nicht, was heute ansteht. Und zwar spielen wir nochmal das 0% Level von der letzten Folge, das ich nicht geschafft habe, wo ich wirklich, wirklich Bock hatte, es zu schaffen. Ja, meine lieben Freunde, von diesem Level habe ich nämlich ein Trauma. Desolate Dunes, ich habe es geliked, damit ich es extra finden kann. Die Abschlussrate ist immer noch bei 0% und 2 von 46.000 Versuchen. Wir sind letzte Folge ziemlich nah rangekommen. Und ihr wolltet irgendwie alle, dass ich das Level spiele und es auch diesmal schaffe. Ich hoffe, wir packen das. Ich hoffe es wirklich sehr. Ich habe wirklich den Drang dazu, dieses Level zu schaffen. Komm, wir spielen uns nochmal kurz ein. Und dann, ja. Es muss doch irgendwie machbar sein. Also 46.000 Versuche. Da, okay, hier sind wir schon ziemlich früh abgekackt. Oh, ich habe da irgend so ein Viech auf meinem Monitor. Bah. Okay. Ja, altbekanntes Prinzip, Leute. Ich habe es in der letzten Folge schon mal erwähnt. Rutschen, rutschen und nochmal rutschen. Das ist hier das Prinzip von diesem Level. Und guck mal, wie nah wir jetzt allein auch schon rangekommen sind. Also ich habe nicht heimlich trainiert. Ich habe nichts gemacht. Ich habe jetzt einfach nur die Hoffnung, dass wir es heute schaffen, weil es kann auch nicht sein, wir sind so nah am Ziel. Es muss doch möglich sein. Es muss doch, jetzt mal ohne Spaß, muss es möglich sein. Guck mal, wie knapp das ist. Das ist wirklich so einer unserer besten Versuche, die wir haben. Übrigens, ich hoffe, dass ihr es feiert, dass ich jetzt noch mal versuche, das Level zu spielen. Ich hoffe echt, dass es klappt. Ich kann durch nichts versprechen, aber ich werde mein allerbestes geben. Ich werde versuchen, diese Folge so ein bisschen weniger zu cutten, glaube ich. Ich glaube, das wäre cool. Ich hoffe, euch gefällt die Videostruktur, wie ich sie jetzt gerade mache. Und ich hoffe, euch stört es auch nicht, dass wir wahrscheinlich diese Folge dann auch nur dieses ein Level spielen werden. Und zwar so lange, bis wir es schaffen, ob wir es, und die Frage ist dann aber trotzdem, schaffen wir es denn überhaupt? Wenn nicht, kann ich mit Stolz sagen, ich habe mein allerbestes gegeben und dann werden wir in Zukunft auf jeden Fall weitere 0% Level spielen, die wir dann aber dann eventuell schaffen werden. Also ich bin mir sicher, irgendein 0% Level werden wir auf jeden Fall packen. Wäre halt cool, wenn es dieses ist, ne? Okay, komm, nochmal rutschen. Also mein zweiter Versuch war, glaube ich, bisher so mit einer der besten. Also wirklich auch lang rutschen, lang rutschen, lang rutschen, lang rutschen. Ja, das ist so mit unser Maximum. Ich hatte es mal, glaube ich, letzte Folge ein bisschen näher ans Ziel geschafft. Also wir sind immer so in der Hälfte von dieser Endsektion, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wenn man mal so überlegt, ich weiß nicht, wie viele Leute dieses Level überhaupt gespielt haben, aber 46.000 Versuche kommen mir irgendwie noch relativ machbar vor. Und wenn es dann zwei Leute davon geschafft haben, ist die Quote zwar richtig blöd, immer noch, aber ich habe die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, meine Freunde. Ich weiß nicht, seid ihr irgendwie mal dazu gekommen, dieses Level selber zu spielen? Würde mich mal interessieren. Ab in die Kommentare damit. Ja, oder habt ihr dieses random mal Level, dieses Level mal random bei euch gesehen? Oder habt ihr auch mal nach 0% Level gesucht, weil ihr da selber Bock drauf hattet und habt das Level gespielt? Würde mich echt mal interessieren. Geschafft habt ihr es höchstwahrscheinlich nicht. Ich gehe davon aus, dass es zwei Japaner geschafft haben. Und ich möchte auf Japaner-Niveau sein. Ich möchte wirklich dieses Level echt schaffen. Und Leute, ich glaube, an der Stelle setze ich mal einen Cut und werde nochmal mein Bestes geben. Hoffentlich wird das Video so enden, dass es einen Final Try gibt mit dem Beenden des Levels. Bis gleich. Holy shit, haben wir es mal so weit geschafft? Oh mein Gott, ich habe einfach das Gefühl, dass ich auch mehr bei diesen, wie heißt das, diese Ecken da, die Ecken da, hier, einfach viel mehr nutzen soll, weil man da irgendwie schneller wird, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott, guck mal, wir haben es direkt viel weiter geschafft. Diese, wie soll ich es erklären, diese Ecken da, wenn man halt runterrutscht an diese Ecke, wenn man die mitnimmt, dann ist man noch viel schneller. Also man merkt es allein auch schon am Boost so, dass man dann automatisch einfach viel schneller ist. Das ist crazy, ja? Hier bin ich jetzt ein bisschen abgebremst, aber trotzdem, guck mal, wie weit wir es mittlerweile schaffen. Also, Progress gibt es. Progress. Yo! Der Try war eigentlich gar nicht mal so gut, aber ich war jetzt wirklich kurz vorm Ziel. Ey, Leute, also meine Hoffnung. Es gibt immer mehr Hoffnung einfach. Es ist einfach unfassbar, was hier gerade passiert. Okay, hier bin ich abgebremst, hier bin ich abgebremst.
Aber ich werde hier auch irgendwie immer schneller. Also diese Ecken muss man mitnehmen. Ich glaube, das war mein Fehler, den ich bisher, also die Sache, die ich bisher nicht richtig beachtet hatte. Oh mein Gott, Leute, ich sitze hier, na, noch 12 Minuten an Level, noch geht's. Puh, ich bin so am Sweaten, holy shit. Okay, ich glaube, das ist unser PR. Ich glaube, das ist mittlerweile unser PR. Holy shit, Alter. Ganz kurz vom Ziel. Leute, es sind die Ecken. Es sind einfach die Ecken. Man muss einfach auch... Ah, okay, der Sprung war ein bisschen zu hoch. Man muss einfach ein bisschen Glück haben hier. Okay, guck mal, der war auch schon relativ gut. Aber ey, das gerade war unser PR mal sowas von. Das ist unser PR. Holy shit, Mann. Manchmal frage ich mich, welcher Idiot hat sich sowas ausgedacht? Welcher komplett verrückte Mensch hat sich so etwas hier ausgedacht? Guck mal. Mittlerweile sind wir gut dran. Boah. Also Luigi ist ja quasi schon an der Stange dran. Nicht, dass er einfach mal seine Arme ausstreckt und die einfach mal berührt. Nee, tut er nicht. Stattdessen kurz davor einfach aufgeben. Noch eine neue Erkenntnis, die ich gemacht habe, Leute. Also, es kommt halt natürlich auch immer auf den Abhang an. Wie steil ist er? Wie lang ist der? Und wie viel Freiraum an ebener Fläche haben wir danach? Ich hoffe, ihr könnt mir soweit folgen. Denn davon abhängig... Oh mein Gott, was war das denn für ein Sprung gerade? Denn davon abhängig ist es, wie lang wir dann überhaupt noch rutschen dürfen. Das ist so krass, wie viel ich durch dieses Level über Mario Maker 2 noch lernen kann. Das ist halt unfassbar, ne? Die Spielmechanics einfach mal zu 100% dribbeln. Nee, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee, ich habe schon meine Hoffnung aufgegeben. Wir sind bei 45 Minuten, meine lieben Freunde. Nee, oder? Laber nicht. Wie hat denn das gerade eben funktioniert? War das Luck oder was war's? Was war's? Junge, das ist unser... Ich bin hier so am Schwitzen, deswegen... tut mir leid, dass ich hier so... am Wedeln... mir einen am Wedeln bin. Okay, einer unserer Best Tries, ey. Okay, Leute, Update nach 52 Minuten. Meine Hand kann gar nicht mehr. Ich bin klitschenass. Und es ist echt ätzend. Ich warte hier auch mittlerweile am Anfangsbereich echt lange zu rutschen. Und hier, ich glaube, hier mache ich irgendwo noch Fehler. Irgendwo da mache ich noch Fehler. Sonst hätte ich es geschafft. Okay, meine lieben Freunde, ich bin hier jetzt offiziell seit 1 Stunde und 4 Minuten dran. Und ich kann einfach nicht mehr. Meine Konzentration lässt nach. Ich bin voll am Sweaten. Ich bin todesmüde und fertig. Ich werde das Video jetzt gleich noch schneiden. Und dann wird es diese Woche noch kommen. Ich nehme es hier gerade am Montag auf. Und Leute, ja. Ich habe trotzdem noch das Bock, dieses Level hier irgendwie zu schaffen. Wenn ihr irgendwas gemerkt habt, was ich verbessern kann. Ab in die Kommentare damit. Ich habe das Gefühl, es muss einfach einmal flutschen so richtig. Und dann funktioniert das aber. Das ist einfach so richtiger Lucky Try. Ich habe mir das jetzt 1 Stunde und 4 Minuten lang gegeben. Dieses eine Level. Beim nächsten Mal, wenn wir das spielen, trainiere ich davor. Und hoffentlich klappt es dann, weil ich habe richtig Bock, dieses Level zu spielen. Es ist fast wie ein Suchtfaktor hier gerade. Deswegen lasst einen fetten Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, teilt das Video auch gerne. Seid mir nicht böse, dass ich es nicht geschafft habe, ich habe mein Allerbestes gegeben und gebt mir gerne Tipps und sagt mir mal Bescheid. Spielen wir beim nächsten Mal das Level weiter oder geht es dann weiter mit anderen 0% Leveln? Ich habe irgendwie Bock, in naher Zukunft das dann nochmal zu spielen und das noch zu schaffen. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Danke an die Member und klick auf dieses Baba-Video hier, du wirst es nicht bereuen. Auf Wiedersehen.